Alaikum salam wa rahmatullah. Eine Frau darf Ohrlöcher stechen. Das ist ein uralter Brauch der Frauen. Auch die Frauen der Sahaba haben dies zu tun gepflegt. Selbst unter den Arabern war es teilweise sogar bekannt, dass kleine Jungs Ohrlöcher und Ohrringe getragen haben. Wie Ahmed. Al-Imam Ahmed hatte Ohrlöcher, hat darin zwei Perlen getragen als kleiner Junge. Als er dann gereift ist, hat er das weggenommen. Ansonsten grundsätzlich ist jede Form des Schmucks für Frauen legitim, da Allah Ta'ala das Schmücken als eine Eigenart der Frauen erwähnt. Wie es heißt im Koran, aber man yunashshau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin, etwa wer in Schmuck aufwächst, das heißt, hiermit sind die Frauen gemeint. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über das Gold und die Seide, diese sind für meine Frau, für die Frauen meiner Umma legitim. Sollte diese Form des Schmucks keinen körperlichen, keine Langzeitfolgen haben, Schäden, sollte es nicht ein Merkmal bestimmter Frauensorten sein und es gängig ist, dass sich eine Frau auf derartige Weise schmückt in ihrem Land, in ihrer Umgebung, dann ist das legitim.